Man kann die Wälder Juppe als Tracht sehen, man kann ihre historischen Veränderungen studieren. Lässt sich da noch Neues entdecken? Aber sicher, und zwar in der Juppenwerkstatt Riefensberg. Dort werden traditionelle Hochzeitsjuppen ganz speziellen Fotos gegenübergestellt. Die Hochzeitstracht der Bregenzer Wälderin ist edel und kostbar. An Gold und Silber wird nicht gespart. Aber im Gegensatz zu den Bräuten anderer Regionen trägt die Wälderin schwarz. Und das ist eine stente Juppe, also eine ganz, ganz schöne, gerade Juppe mit einem hellen Ärmel in der jetzigen Zeit. Denn die wunderschöne Dreistuckerschnalle und Durchkette. Und wir stellen ja die Stickerei vom Bändel, aber auch vom Blerz, alles in Handarbeit her. Und da sind auch wiederum etliche Frauen, junge Frauen im Bregenzer Wald, die das einwandfrei und wunderschön machen. Und wir haben das ganz, ganz große Glück im Tal, dass Gerald, was wir zur Juppe brauchen, noch im Tal gemacht werden kann. Also die schöne Sache werden alle vererbt. Die Gürtelschnalle als Vermögensnachweis, das Schapperle als Beweis handwerklichen Könnens und die Juppe überhaupt als Beleg dafür, dass die Braut Wälderin ist. Angesichts derart genauer Regelungen scheint es angezeigt, den Blick in die Tiefe zu lenken. Denn auch diese Fotos zeigen eine Hochzeitsjuppe. Die Fotografin hat sie von ihrer Mutter geerbt. Also was mich so fasziniert in dieser Art der Fotografie ist, dass völlig andere Welten entstehen und dass der Blick ganz an weiter werden kann und dass diese Assoziationen sehr persönliche und eigene werden. Mein Zugang und meine Art und Weise, mit dieser Tradition, mich damit auseinanderzusetzen, ist heute eine künstlerische. Das Wesentliche nennt es die Künstlerin oder absichtlich in der Fremdsprache the nitty-gritty.